Der wohl berühmteste Liebhaber der 747 ist der Schauspieler und Pilot John Travolta. Ich sah den Jumbo zum ersten Mal, als ich darin mit 18 Jahren von New York nach Los Angeles flog, um meine Filmkarriere zu starten. Ich war schwer beeindruckt. John Travolta ist Privatpilot und Botschafter der australischen Qantas Airways. Die Airline bot dem Prominenten seine eigene 707, die er direkt vor seiner Haustür in Florida landen kann. Dieser Werbedeal ermöglichte ihm auch die Verwirklichung eines Lebenstraums. Eine 747 zu fliegen. Aber sein Fluglehrer machte es ihm alles andere als leicht. Er hat mich echt fertig gemacht. Zwei Triebwerke sind ausgefallen. Ich hatte Probleme mit der Hydraulik und der Elektronik. Dazu Instrumentenversagen und was weiß ich noch alles. Travolta landete unbeschadet und das Erlebnis tat seiner Liebe zur 747 keinen Abbruch. Das ist ein Prachtstück von Flugzeug. Das spürt man auch im Cockpit. Diese Maschine ist eine Kampfansage. Sie ist wahrhaft majestätisch. Boeing hat sich in der Luftfahrt einen Namen gemacht, weil dort immer die besten Ingenieure und Entwickler zum Einsatz kommen. Qantas bot Travolta auch eine eigene 747 an, aber schweren Herzens schlug er das Angebot aus. Ich war begeistert, dass sie mich fragten, aber als Privatperson so etwas zu besitzen? Ich meine, ich stehe ganz gut da, aber ich bin kein Scheich. Ich habe nicht die Mittel, so ein Flugzeug zu unterhalten.